Ja, Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Ihr kennt es, jeder sagt es euch immer wieder, wie wichtig Sport ist. So bleibst gesund und aktiv, mein Bub. Außerdem macht es doch Spaß, sich zu bewegen. Freunde, ich glaube, das brauche ich alles nicht mehr näher zu beleuchten. Das wissen wir doch bereits alle. Aber ich möchte euch heute verraten, was sich für mich und meinen Athleten, die ich coache, privat im Leben wirklich alles verändert hat. Und das wird sich auch in deinem Leben alles verändern, wenn du mit Fitness beginnst, beziehungsweise wenn du nicht aufgibst. Viel Spaß! Bevor wir mit den privaten Einblicken starten, würde ich sagen, gehen noch schnell zwei Grüße raus heute an. Yannick und Peter, freut mich, dass Vater und Sohn gemeinsam meine Workouts machen. Viel Erfolg wünsche ich euch beiden. Weiter an Captain Deadpool, freut mich, dass ich dein Leben durch meine Videos positiv verändern konnte. Ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin. Aber jetzt starten wir mit dem Video, los geht's. Grund Nummer 1, du lernst an dich selbst zu glauben. Damit ihr mir folgen könnt, müsst ihr wissen, dass ich mit 13 bzw. 14 zu trainieren begonnen habe. Weil ich es satt hatte, einfach immer der dünnste und kleinste in der Klasse zu sein. Das sage ich jetzt so locker raus, aber ich glaube, wir alle wissen, dass es nicht leicht ist, wenn man mit 20 pubertierenden Jugendlichen in der Klasse ist und man entweder der Kleinste, der Dünnste oder auch der Dickste ist. Generell, sobald man irgendwie anders ist als die anderen, wird man es meistens in der Schule nicht leicht haben. Vor allem dann, wenn man wenig Selbstbewusstsein hat, und genau das ist das Problem. Denn wenn man angemacht wird, weil man eben anders ist, dann ist es meistens die logische Folge, dass man sich etwas zurückzieht. Und eben so immer unsicherer und unsicherer wird und irgendwann geht eben das Selbstbewusstsein dann verloren. Aber was mir ganz wichtig ist, und das muss ich jetzt noch schnell dazu sagen, um selbstbewusst zu sein bzw. selbstbewusst zu werden, muss man nicht Muskeln aufbauen. Vielmehr muss man einfach an sich selbst glauben. Ja, und genau da sind wir beim Punkt. Denn auch der Fitnesssport lehrt uns genau das. Nämlich an uns selbst zu glauben. Denn man macht Fitness für sich selbst, vorausgesetzt man ist jetzt keiner, der nur angeben will. Denn wenn du hart und schlau trainierst und dich richtig ernährst, dann wirst du schnell Resultate erzielen. Und du merkst, dass du es allein schaffen kannst. Und zwar, dass du mit harter Arbeit und Disziplin alles erreichen kannst, egal was andere sagen. Und zack, du gewinnst dein Vertrauen in dich selbst wieder zurück. Das wurde jetzt ziemlich deep, aber das musste ich mal loswerden. Da ich eben viel mit meinen Videos erreiche, ist es mir wichtig, die Themen wie körperliche Unzufriedenheit oder Mobbing natürlich auch anzusprechen. Besonders deswegen, weil auch viele mit dem Fitnesssport deshalb beginnen. Nur darüber redet man leider nicht. Aber sobald man Menschen besser kennenlernt, und ich konnte in den 12 Jahren Trainingserfahrung, die ich jetzt schon habe, boah, die Zeit vergeht, sehr viele Athleten coachen, aber auch andere Coaches kennenlernen, und man merkt einfach, dass viele nicht aufgrund der Gesundheit zu trainieren beginnen, sondern eben wegen der Unzufriedenheit. Ganz egal, ob jetzt körperliche oder mentale Unzufriedenheit. Und ich finde, daran ist absolut nichts falsch, sondern ganz im Gegenteil. Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade daraus. Oder du bist deines eigenen Glückes Schmied. Ich glaube, die Sprüche passen da jetzt ganz gut. Es ist sicher nichts falsch daran, wenn man sein eigenes Schicksal selbst in die Hand nimmt. Freunde, unter jedem Video sprengt ihr immer die Kommentarbox und schreibt mir, wie gute Resultate ihr durch meine Videos erzielen konntet. Und das freut mich extrem, aber bitte tut mir einen Gefallen, und zwar nutzt eure körperliche Überlegenheit niemals ungerechtfertigt aus. Drückt niemanden runter, sondern zieht andere damit hoch. Mich würde jetzt eure Meinung zu diesem Thema sehr interessieren, also schreibt es jetzt in die Kommentarbox, was ihr für Erfahrungen zu diesem Thema gemacht habt. Wurdet ihr auch selbstbewusster durch den Fitnesssport? Und was war eure Motivation, um mit dem Training anzufangen, beziehungsweise warum willst du anfangen? Generell, seht ihr das alles auch so wie ich? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir bitte jetzt unten in die Kommentarbox. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Ihr wisst, ich lese mir immer alle Kommentare durch. Ihr merkt, zu diesem ersten Punkt musste ich jetzt weit ausholen, einfach weil es mir sehr, sehr wichtig ist, meine Community positiv zu beeinflussen. Und zwar mit Werten, die wirklich zählen. Vor allem deshalb, weil es auf YouTube immer mehr nur um belangloses Zeug geht, wie zum Beispiel, wer trägt die teuersten Klamotten. Boah, ich sage euch was, ganz ehrlich, ich rege mich echt nur selten auf, aber bei diesem Thema, da könnte ich mich wirklich aufregen und ein ganzes Video dazu produzieren. Aber gut, jetzt weiter zu Punkt Nummer 2, nämlich, du wirst erfolgreicher. Ich könnte jetzt Sprüche wie in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist oder Weakness is a choice raushauen, aber eigentlich will ich euch nur sagen, dass die Persönlichkeitsentwicklung bei eurem Körper beginnt. Du wirst durch den Fitnesssport automatisch selbstbewusster und disziplinierter im Alltag. Du lernst, dass du nur durch harte Arbeit deine Ziele erreichen kannst, und wendest dieses Prinzip überall in deinem Leben an. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich war, bevor ich zu trainieren begonnen habe, eigentlich ziemlich faul und hatte keine Ziele im Leben. Ja, und durch den Sport lernte ich überall im Leben diszipliniert zu sein. Und das verbunden mit Grund Nummer 1, nämlich, dass man eben auch lernt, an sich selbst zu glauben, macht einen unschlagbar, und dadurch wirst du mehr Erfolg, Freiheit und generell mehr Lebensqualität bekommen. Was ich heute hier mit euch teile, sind einfach meine eigenen persönlichen Erfahrungen mit dem Fitnesssport. Wie bereits erwähnt, all diese Punkte sind nicht nur bei mir eingetroffen, sondern eben auch bei den anderen Coaches, bei meinen Athleten und generell eigentlich bei allen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Aber gut, auf zum letzten Grund, nämlich Grund Nummer 3. Du lebst länger. Ich glaube, dieser Grund wird viel zu selten erwähnt. Wir wissen, dass wir durch den Fitness-Lifestyle, also Training und Ernährung, gesund bleiben und eben Krankheiten vorbeugen. Vor allem den heutigen Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Rückenschmerzen, Kreislaufbeschwerden, aber auch Diabetes kann in Kombination mit Sport und gesunder Ernährung verhindert werden. Für Demenz, Depression, Herzinfarkt und Übergewicht gilt natürlich dasselbe. Aber der Punkt ist ja, wir bleiben nicht nur gesund, sondern wir leben länger. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, was ist kostbarer als unsere Lebenszeit? Ja, mit Geld kann man sich sehr viel kaufen, aber Lebenszeit kann sich
sich keiner in seinen Einkaufswagen legen, außer man legt die richtigen Lebensmittel rein. Und falls du mein Ernährungsvideo noch nicht gesehen hast, dann check es jetzt unbedingt aus, denn ich zeige euch kostenlos, wie ihr euren eigenen persönlichen Ernährungsplan erstellen könnt und wie ihr euer persönliches Ziel so eben am schnellsten erreicht. Also unterm Strich, ihr braucht nie wieder in eurem Leben Ernährungspläne für ein paar hundert Euro kaufen. Klicke einfach auf das Video und du kommst direkt zum Video, beziehungsweise ich verlinke euch das Video unten in der Videobeschreibung. Ich muss sagen, dieses Video ist mit dem Real Talk und mit den privaten Einblicken ziemlich deep geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben. Und damit du in Zukunft keine Videos mehr von mir verpasst, einfach die Abo-Glocke aktivieren, dann bleibst du immer up to date. Aber wenn du mehr Real Talk beziehungsweise private Einblicke von meinem Leben sehen willst, dann folg mir einfach auf Instagram. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung, wo du eben auch das kostenlose Ernährungsvideo findest. Wir sehen uns, ich verabschiede mich. Macht es gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.